Glück auf zusammen und willkommen an diesem Donnerstagmorgen. Am Feiertag habe ich mir gedacht, ich setze mich schon früher vor die Kamera und versuche euch den Donnerstag mit diesem Video zu versüßen und heiße euch herzlich willkommen zu diesem vorletzten Vorbericht. Und Leute, es ist mal wieder soweit, die Saison neigt sich jetzt tatsächlich mit großen Schritten dem Ende entgegen und da merkt man erstmal wieder, wie schnell sowas dann doch geht, ne? Also wie schnell jetzt die zweite Bundesliga-Saison rumging und damit es nicht die letzte Bundesliga-Saison bleibt, heißt es, das wichtige Auswärtsspiel, das immens wichtige Auswärtsspiel am Samstag gegen Hertha anzunehmen. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich wie Bolle und ja, ich freue mich einfach nur. Ich freue mich einfach nur und vor allem finde ich es einfach nur geil, dass so viele Bochumer in Berlin im Olympiastadion erwartet werden. Über 10.000, wahrscheinlich sogar 11.000 oder 12.000, je nachdem, wie viele Karten jetzt noch weggehen. Das ist einfach überragend. Das ist überragend und wenn ich das richtig gelesen habe, dann stellen wir damit auch und für diese Saison den Rekord ein für den Auswärtssupport. Der liegt, glaube ich, aktuell bei 7.000 irgendwas von Borussia Dortmund, wenn ich das richtig gelesen habe. Und vielleicht können wir sogar den eigenen Vereinsrekord beim Auswärtssupport brechen. Das wäre dann, glaube ich, wenn wir so 12.000 schaffen würden. Es ist möglich. Es ist möglich. Und es zeigt einfach unterm Strich, wie grandios der Support der Fans auswärts ist. Ich erlebe es immer wieder, auch wenn ich auswärts mit dabei bin. Es ist einfach nur bombastisch. Es macht Spaß. Und wir machen teilweise die Auswärtsspiele zu zweiten Heimspielen. Das ist einfach nur extrem geil, wenn man dann sieht, dass du in der Woche davor ein Heimspiel hattest und dann kommt das nächste Heimspiel, deswegen habe ich gerade gesagt, das zweite Heimspiel, kommst du dann ins nächste Stadion rein, ne, siehst du blau-weiße Fahnen wehen und dann weißt du, es ist ein Heimspiel irgendwie gefühlt. Und das ist einfach nur geil, das macht Freude und ja, überragend. Also ich freue mich sehr auf den Auswärtssupport und bin gespannt, wie viele Bochumer es am Ende dann tatsächlich werden. Und man wird, denke ich, auch den ein oder anderen Bochumer dann dementsprechend auch noch hören, der seine Meinung und Stimmung dann auch nochmal ins Mikrofon geben wird. Und gerade dann freue ich mich auch, das nochmal zu hören und zu sehen, wenn man dann die Stimmen vor Ort dann auch noch hört, wenn über die Stimmung berichtet wird. Ja, steigen wir rein in den 33. Spieltag. Leute, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist soweit. Gehen wir erstmal auf die ganz allgemeinen Sachen ein. Erstmal so, welche Partien stehen an? Klar, Hertha Bochum, Hoffenheim Berlin, Schalke Frankfurt. Ich gehe wieder nur auf die direkten Sachen ein, die uns interessieren. Schalke Frankfurt, Mainz Stuttgart, Augsburg Dortmund. Ja, ein Spieltag, der sehr viel entscheiden könnte. Ein Spieltag, der viele Überraschungen parat hält. Und es ist natürlich so, dass wir dadurch, dass Stuttgart am letzten Spieltag, am Sonntag, ein 1-1 nur gegen Leverkusen geschafft hat. Ich meine, Punkt konnten sie gewinnen. Das ist natürlich auch in dem Moment gegen die starke Werkself ist es natürlich ein Erfolg. Klar, keine Frage. Aber glücklicherweise konnten wir mit unseren drei Punkten gegen Augsburg dafür sorgen, dass wir uns auf Nicht-Abstiegsplatz vorschieben konnten. Und das ist natürlich jetzt eine Situation, tabellarisch wisst ihr das, ich hatte es auch dann gepostet, weil es mich natürlich dann auch so gefreut hat. Es ist so, dass es nun bei uns liegt. Es liegt nun bei uns. Wir sind in dem Moment jetzt nicht mehr davon abhängig, wie die Konkurrenz spielt. Und das war ja immer so meine Sorge, weil ich mir dachte, boah, unser schlechtes Torverhältnis. Und wenn es jetzt wirklich in diese Entscheidungsduelle geht und du würdest sogar deine Punkte machen, aber am Ende bist du punktgleich. Ich meine, das kann immer noch passieren. Aber ich gehe halt so von dieser Grundvoraussetzung aus. Und die Grundvoraussetzung ist jetzt, dass wir es halt aus eigener Kraft schaffen können. Und das ist halt, finde ich, ein extrem wichtiger Punkt. Und dazu bringt es für mich auch hoffentlich das notwendige und das nötige Selbstbewusstsein für unsere Truppe, dass die das auch weiß. Und dass die auch weiß, ey, wir sind nicht mehr davon abhängig, wie die anderen spielen. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wenn wir gemeinsam mit den Fans eine Einheit bilden, und dafür sorgen, dass wir das Auswärtsspiel in Hertha, also nicht in Hertha, in Berlin gegen Hertha, dass wir das zu unserem Heimspiel machen können, dann ist es möglich. Dann ist es möglich und dann können wir einen weiteren Schritt gehen. Dann können wir einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt gehen und das wäre natürlich immens wichtig. Und
wir haben es ja auch gesehen gegen Augsburg. Losilla läuft eigentlich eine Position, wo du dir denkst, da schießt er eigentlich nicht so. Das Stadion ruft aber schieß, schieß, schieß. Und was macht er? Er schießt. Und der Ball, der geht tatsächlich dann auch rein. Und das ist halt das, was ich meine. So diese Symbiose aus Fans und Mannschaft. Und das, finde ich, ist bei uns in Bochum, sorry, da kann jeder sagen, was er will. Und da können jetzt auch welche von anderen Vereinen irgendwas in die Kommentare schreiben. Ich finde es bei uns einfach, das ist irgendwie einzigartig. Das ist einfach eine geile Mischung, das ist einzigartig. Und natürlich haben wir nicht das größte Stadion der Welt. Natürlich sind da keine 80.000 auf einer Kurve drauf. Aber trotzdem, ich finde, dieses Gesamtpaket ist einfach einzigartig. Und ich hatte es im letzten Video ja auch schon gesagt, dass ich den Verein so dafür liebe, dass es ja irgendwie dann auch immer so ein bisschen spannend ist und dass man sich dann am Ende immer mehr freut, wenn so ein Sieg über die Zeit gebracht wird, beziehungsweise so ein knapper Sieg am Ende dann noch erzielt wird oder gehalten wird, wie auch immer, dass man sich dann natürlich viel mehr freut und immer mit dabei ist, weil man einfach dann auch mitleidet, die Leidenschaft dann auch wirklich durchleben muss. Und dann halt diese ganze Mischung. Und das ist einfach das, was uns, was den VfL auch so authentisch macht. Ne? So, jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. Der Spieltag, wie gesagt, sehr interessante Begegnungen. Ich hoffe natürlich und drücke wieder allen die Daumen, die dafür sorgen könnten, dass uns die Konkurrenz vom Leib gehalten wird, die direkte Konkurrenz. Und ich meine, wenn man es in der Tabelle ja auch sieht, es ist extrem eng da unten. Ne? Also Hertha 25, Stuttgart 29, Schalke 30, Bochum 31, Hoffenheim 32, Augsburg 34. Da merkt man, es ist extrem spannend und eng. Und ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal in der Bundesliga da unten so spannend war. Ich meine, in der letzten Saison, da war es ja mit Fürth relativ klar. Ich meine, Hertha war ja auch noch eine längere Zeit so mit im Geschäft, war am Ende dann aber auf dem Relegationsplatz. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, nicht so spannend, dass am vorletzten Spieltag, kann ja auch gar nicht, weil wir haben uns ja in Dortmund damals auch gerettet und waren relativ safe dann ja auch, was die letzten zwei Spiele anging. Und wie gesagt, jetzt ist es ja gerade so, dass bis Platz 13 eigentlich theoretisch noch nichts entschieden ist. Ja. Rein rechnerisch gesehen. Und deshalb, also ganz schön spannend. Und der Gegner. Ja, Hertha BSC Berlin. Ich habe das gerade mal hier so aufgerufen und musste dann runterscrollen und hatte mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Aber tatsächlich haben wir den letzten Auswärtssieg in der Bundesliga in Berlin 1991 erzielen können. Ist schon ein paar Jährchen her. Echt, das hätte ich jetzt in dem Moment gar nicht gedacht. Aber es ist so, den letzten Sieg, den letzten Heimsieg konnten wir natürlich in diesem Jahr erzielen, am 21.01. Da haben wir ein 3-1 gegen Hertha zu Hause geschafft. Das ist auch der letzte Bundesligasieg gegen Hertha BSC. Insgesamt kommen wir auf die Statistik, die ihr wahrscheinlich auch schon in der Pressekonferenz gehört habt. 56 Spiele gab es, 45 in der Bundesliga, 8 in der zweiten Liga, 2 im DFB-Hallenpokal 2000. Und das habe ich auch noch nie gelesen. Qualifikationsturnier Berlin, ein Testspiel. Ja, also ganz wichtig, diese Statistik nochmal vorzulesen. Insgesamt von diesen ganzen Partien 21 für Hertha, 14 unentschieden, 21 für unseren VfL. Also insgesamt relativ ausgeglichen, auch wenn der letzte Auswärtssieg in Berlin schon ein paar Jährchen her ist. Statistisch gesehen, wenn man das mal so vergleicht, die Werte, was ich auch immer in den letzten Vorberichten gemacht habe, es ist eigentlich relativ, da braucht man gar nichts hervorheben. Es ist ausgeglichen. Also da ist jetzt kein Wert, der für mich total so ins Auge springt nach dem Motto, boah, das überrascht mich jetzt aber. Das muss man wirklich sagen, also so von den Torschüssen pro Spiel, von der Laufleistung. Gut, von der Laufleistung läuft Hertha ein bisschen mehr. 3 Kilometer circa mehr Ballbesitz, relativ ausgeglichen. Ein paar Prozentpunkte mehr für uns, 42 zu 46. Zweikampfquote 49-50 für uns. Und insgesamt also wirklich relativ ausgeglichen. Und ich meine, solche Durchschnittswerte, ich meine, ich finde es immer eigentlich ganz interessant, das mal kurz so durchzugehen. Aber am Ende ist jedes Spiel anders. Und das sind einfach nur kumulierte Werte von allen Spielen und einfach nur irgendwelche Zahlen, die dann irgendwas aussagen sollen. Aber das bringt alles nichts, wenn du am Spieltag selber dann auch nicht versuchst, an diesen Werten wieder heranzukommen, beziehungsweise das auch vielleicht zu übertreffen. Ne? Also von daher
Das einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich das in den letzten Berichten ja auch immer gemacht habe und es eigentlich dann teilweise manchmal so ein bisschen interessant ist, wenn man so ein bisschen darauf schaut, was denn da so geht. Ja, bei uns verletzungstechnisch ist es so, dass Patrick Osterhage definitiv nicht spielen kann am Samstag. Staffy ist noch nicht ganz raus, läuft aber ja, wahrscheinlich darauf hinaus, dass er, dass es nicht klappt, aber vielleicht klappt es ja noch. Dann stellt sich aber immer noch die Frage, reicht es für die Startelf? Das wage ich dann auch so ein bisschen zu bezweifeln und deswegen würde ich da noch ein Fragezeichen am Ende machen und würde auch also würde dann natürlich auch Staffy für die Startaufstellung erstmal nicht berücksichtigen. Würde mich natürlich freuen, wenn er mithelfen könnte. Hatte ich ja auch im letzten Video erwähnt und hatte ja ein kleines Plädoyer auch noch gebracht für ihn. Aber am Ende denke ich, dass es nicht reichen wird. Und wie gesagt, deswegen würde ich ihn da auch nicht erwähnen. Gelbsperren, das ist natürlich ganz schön interessant. Da haben wir ein paar Kandidaten, nämlich Simon Zoller, Ivan Ordetz, Philipp Hofmann und Staffy. Das sind die vier Spieler, die bei uns von einer Gelbsperre bedroht sind. Und gerade natürlich Ordetz und Hofmann, zwei Spieler, die eigentlich ja immer in der Startelf sind. Und ja, ich meine, kann man jetzt immer denken, wenn es bei Hofmann echt da passieren sollte, dass er die fünfte gelbe Karte bekommt, dann wäre im Endspiel am 34. Spieltag, denke ich mal, klar, dass Buschinski von Anfang an spielen würde. Und bei Ordetz wäre es höchstwahrscheinlich, würde ich mal sagen, Kevin Schlotterbeck, der ihn dann im letzten Spiel ersetzen würde. Aber das wäre natürlich noch mehr Zukunftsmusik. Aber einfach so, dass schon mal als kleine Anmerkung, dass wir auf jeden Fall, finde ich, jetzt gar nicht so schlechten Ersatz dafür hätten. Ich meine, klar, Kevin Schlotterbeck war auch so ein bisschen ja, durchwachsen, seine Leistungen, die er gebracht hat. Manche Aktionen waren gut von ihm. Und er hatte natürlich auch, das weiß ich auch, gegen Hertha hat er ja im Hinspiel sein erstes Saisonspiel für den VfL gemacht. Und hatte dann ja auch ein Tor erzielt. Das war ja dann irgendwie eine schöne Sache, sein erstes Spiel für den VfL und dann direkt ein Tor gemacht. Aber da, wie gesagt, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Letsch ihn in die Startelf packen wird. Weil ich persönlich auch finde, dass wir die Mannschaft, die gegen Augsburg gespielt hat, dass wir die auch eigentlich relativ, nicht relativ, also sprechen wir gleich drüber. Sprechen wir gleich drüber. Ja, Hertha BSC hat natürlich ja, die eigenen Ansprüche verfehlt, was ausgerufen wurde und das alles, ganz schön viel Unruhen in der gesamten Saison und eigentlich ja schon saisonübergreifend, ganz schön unstetig alles, sehr viele interne Querelen, dann diese ganzen Geschichten mit dem Sponsor, Trainergeschichten hin und her. Und was finde ich auch nicht so schön ist und was auch eigentlich in so einer Phase gar nicht passieren darf, dass Pal Dardai jetzt vor kurzem, habe ich im Kicker gelesen, dass er da auch sowas gesagt hätte wie, ja, ist eine Schickimicki-Mannschaft und irgendwie so zusammengewürfelte Haufen. Wenn ich das als Spieler lese, dann fühle ich mich jetzt nicht gerade irgendwie bestätigt oder tanke dadurch Selbstvertrauen, dass mein Trainer eigentlich denkt, dass unsere Mannschaft nichts taugt. Ne? Da musst du eigentlich, egal was ist, da musst du versuchen, den Haufen zusammenzuhalten und natürlich auch dann durch solche Interviews nicht dafür sorgen, dass vielleicht noch mehr die Motivation runtergezogen wird. Aber ist natürlich jetzt, finde ich einfach komisch. Das wollte ich einfach mal so sagen, weil ich finde es gut, wie unser Trainer das die ganze Zeit gemacht hat. Ich finde sowieso souverän, wie Thomas Letsch auf den Pressekonferenzen immer auftritt, wie er sich gibt, wie er redet. Mittlerweile gehört das Glück auf. Hat er vielleicht von mir? Hat er vielleicht von mir? Vielleicht guckt er meine Videos. Vielleicht hat er das ja von mir, dass er auch mittlerweile zu Beginn immer Glück auf sagt. Aber da finde ich ihn von seiner Kommunikation her und dass er doch immer vorsichtig ist, wie er sich ausdrückt und das versucht auch natürlich immer so rüberzubringen, dass er auch keinen einzelnen Spieler diffamiert oder irgendwie was anderes, finde ich gut, wie er das einfach macht. Finde ich gut. Ich finde ihn sowieso super als Trainer und das darf man halt auch nicht vergessen, dass er ja auch zu einem Zeitpunkt hier hinkam. Und auch generell die Mannschaft auch nicht optimal besetzt ist. Ne, wenn wir uns anschauen, da werde ich auch im Saisonrückblick dann nochmal stärker drauf eingehen, weil daran wird sich ja nichts ändern, egal wie die Situation für uns am Ende ausgehen wird, dass halt zum Saisonwechsel
und zu Saisonbeginn, dass halt sehr viele Fehler und Fehlentscheidungen getroffen wurden, Fehler gemacht wurden. Aber da werden wir dann auch nochmal separat drüber eingehen. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Genau. Also, wie gesagt, Hertha BSC hat in den letzten zwei Spielen immer mit einem 4-4-2 gespielt, mit der Doppelspitze. Entschuldigung. Und eigentlich gehen sie auch sehr gerne mal auf eine Dreierkette, auf einen 3-5-2. Das sind eigentlich so die beiden Formationen, die Hertha für sich gefunden hat. Einmal, wie gesagt, mit der Dreierkette 3-5-2 und 4-4-2. Ich schätze mal, dass sie, weil es auch gegen Köln, es war gegen Köln ja auch kein schlechtes Spiel von Hertha. Sie haben auch irgendwie für mich so gefühlt so ein bisschen dieses offene Visier und alles oder nichts, hatten zur Halbzeit, glaube ich, auch nur in Anführungsstrichen 3-2 zurückgelegen, hatten zeitweise sogar geführt. Da waren wir teilweise mal kurz auf Platz 18, das war kein schönes Bild. Und ja, auf jeden Fall war es kein schlechtes Spiel, aber am Ende hat man halt durch die Abwehrleistung auch gesehen, woran es halt hapert. Und Köln hatte natürlich dann auch das souverän gemacht. Und wir müssen versuchen, natürlich irgendwie auf diese Spielweise auch aufzubauen und Hertha eigentlich vor die gleichen Herausforderungen zu stellen, wie halt jetzt zum Beispiel Köln es gemacht hat oder auch Schalke, weil Schalke halt auch ein 5-2 gegen Hertha erzielen können. Und da müssen wir versuchen, so ein bisschen zu schauen, wie wurde das angestellt, aber natürlich auch nicht dabei unsere eigenen Stärken beziehungsweise unser eigenes Spiel außer Acht lassen, denn das hatte Thomas Letsch auch richtigerweise gesagt. Natürlich schauen wir auf den Gegner, natürlich schauen wir uns auch die Spiele an, die bereits gespielt wurden, und vertrauen aber, und das ist das Wichtigste, auf die eigene Leistung, auf die Mannschaft, und wollen natürlich dafür sorgen, dass wir mit unserer Leistung und mit dem, was wir auf den Platz bringen, dass wir den Gegner so vor Herausforderungen stellen, dass er sein eigenes Spiel gar nicht erst auf den Platz bringen kann. Und das natürlich mit über 10.000 Fans im Rücken kann natürlich funktionieren. Das kann funktionieren. Und ich hoffe einfach nur und wünsche mir, dass es funktioniert. Ich gehe jetzt gar nicht ausführlicher auf den Kader ein. Denn wenn sie keine Probleme im Kader hätten und wenn es funktionieren würde, dann würden sie nicht dort stehen, wo sie stehen. Natürlich haben sie sehr gute Individualisten im Team. Das ist klar. Das haben sie auch in der Startelf, haben sie die immer wieder drin. Aber als Team funktioniert es ja anscheinend dann nicht so gut. Und da müssen wir einfach nur schauen, dass wir genau das ausnutzen können und dass wir durch unsere Geschlossenheit das auf den Platz bringen und so überzeugen können mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit, was uns ja auch auszeichnet. Ne? Genau. Boah, Leute, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Das war es eigentlich auch so von den Dingen im Rahmen des Spieltages. Und an dieser Stelle jetzt noch zwei Themen, die ich ansprechen möchte. Einmal gehe ich gleich kurz nochmal so auf Transfers ein, was so an Neuigkeiten, was ich gelesen habe. Aber eine Sache möchte ich jetzt einmal nochmal so festhalten als kleines Statement, bevor dieser Spieltag dann auch für uns anbricht und wir in dieses, ja, dritte Endspiel von Vieren dann halt reingehen. Aber anscheinend stehen hier alle Zeichen auch so, dass es das entscheidendste Endspiel von allen wird. Und da wollte ich einfach nur noch mal kurz sagen, dass ich einfach dankbar bin, dass wir es überhaupt so geschafft haben, dass ich hier sitzen kann und so darüber sprechen kann. Es sah bei weitem zu Beginn der Saison, das hatte ich gerade auch gesagt, sah es nicht so danach aus. Auch im Saisonverlauf gab es viele Strecken und Etappen, wo man sich dachte, auch schon unter Letsch natürlich, auch wenn vieles dann besser wurde, aber ich schaue mir das hier auch noch mal kurz an. Wenn ich hier auf den Saisonverlauf gucke, es gab auch sehr viele Momente, auch zwischen dem 20. und 24. Spieltag, wo wir dann zwischenzeitlich mal wieder abgerutscht sind auf Platz 18, dann am 24. Spieltag gegen Köln mit einem Sieg uns wieder teilweise befreien konnten. Also es gab sehr viele Phasen, wo es nicht danach aussah und wo man einfach nur sich dachte, das sieht nicht gut aus. Und dass wir am 33. Spieltag, also zu Beginn des 33. Spieltages, auf Platz 15 stehen, dass wir es in der eigenen Hand haben, dass es nicht darauf ankommt, wie die anderen spielen, sondern dass wir selber entscheiden können, dass wir in der Bundesliga bleiben, das ist für mich einfach ein Privileg, wo ich dankbar für bin,
weil ich natürlich auch weiß, was unsere Etatgröße ist, ne? Was wir für finanzielle Möglichkeiten haben. Und weil ich auch einfach dankbar dafür bin, was Thomas Letsch mit der Mannschaft geschafft hat, mit der mannschaftlichen Geschlossenheit dann auch, die natürlich auch phasenweise vielleicht mal ein bisschen gebröckelt hat, aber die haben sich immer wieder aufgerafft, die haben es immer wieder bewiesen, die haben immer wieder Moral gezeigt. Und wie gesagt, dass ich jetzt so darüber sprechen kann, dass wir in Berlin die aus eigener Kraft theoretisch den Klassenerhalt schaffen könnten, wenn natürlich ein paar andere Parameter da noch zuspielen und wenn ich das richtig im Kopf habe, Schalke verliert und Stuttgart darf nicht gewinnen, dann wäre es ja der Klassenerhalt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und deswegen, also einfach nur dankbar dafür, natürlich nicht in dem Moment ausgeklammert, dass sehr viele Fehler gemacht wurden, das hatte ich ja gerade schon gesagt, da gehe ich aber an einer anderen Stelle nochmal drauf ein. Aber wenn man halt das Gesamtpaket betrachtet, ist es einfach schön, dass unser VfL es aus eigener Kraft schaffen kann. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön und das wollte ich nur einmal so festhalten bei all dem, was ich dann ja auch immer so lese und was manche ja dann auch vielleicht für so einen Anspruch auch haben oder für eine Erwartungshaltung. Da frage ich mich mal, Leute, ihr müsst auch realistisch bleiben. Ne? Ich meine, das ist manchmal so ein bisschen weltfremd, was ich dann auch lese. Und wenn dann halt so auf die Mannschaft oder auf einzelne Spieler dann auch eingedroschen wird, und dann frage ich mich immer, wo bleibt da auch das nötige Feingefühl? Wo bleibt dann auch so ein bisschen die realistische Einschätzung? Ne? Aber das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und was ich einfach auch an dieser Stelle sagen wollte, sagen möchte. Und ich hoffe, der ein oder andere von euch sieht es genauso, fühlt es genauso und hatte auch die gleiche Ansicht wie ich. Oder auch nicht. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich gehe da immer sehr offen mit euch in den Austausch. Und ja, da freue ich mich natürlich immer über das Feedback von eurer Seite. So, transfermäßig gebe ich noch mal kurz darauf ein. Ivan Ordetz möchte gerne Bochumer bleiben und soll auch eigentlich in Bochum bleiben. Es liegt nur, oder es geht halt um zwei Schlüsselfragen. Die erste ist in dem Moment in Anführungsstrichen relativ, ja, simpel, ist eine simple Rechnung. Wenn wir in der Bundesliga bleiben, dann bleibt er auch oder würde er bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Die zweite ist schon ein bisschen komplizierter, weil er ja nur bei uns aktuell spielt, wegen dieser FIFA-Regel, die ja im Rahmen des Angriffskrieges sozusagen veranlasst wurde, dass halt die Spieler von den Vereinen aus Russland und der Ukraine, dass die halt bei anderen Vereinen spielen dürfen. Und da stellt sich halt die Frage, ob das und wie dann verlängert wird, was es da für eine Möglichkeit gibt. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen komplexer, weil das natürlich eine Entscheidung ist, da, ja, da kann, ich kann es mir jetzt aktuell, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Regel aufgehoben wird, weil es ja eigentlich jetzt keine Veränderung gibt, was den Krieg angeht. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wie die FIFA entscheidet. Also es gab viele Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen konnte und deswegen bleibt es halt da spannend zu sehen, wie sie da jetzt entscheiden. Und an diesen zwei Stellschrauben liegt es halt, ob Ordetz bei uns bleiben würde oder nicht. Ich würde mich freuen, weil er einfach gezeigt hat, dass er, natürlich hatte er auch Schwächephasen, aber im Prinzip ist er eigentlich bei uns derjenige, der in der Abwehr auch noch ordentlich aufräumt. Ne? Natürlich ist es jetzt kein Vergleich mit unserer Abwehr, die wir in der letzten Saison hatten, mit Bella Kotschap und Leitsch. Aber ich denke mal, Ivan Ordetz ist schon jemand, der versucht, auf jeden Fall die Stabilität reinzubringen. Ich meine, klar, jetzt könnte man auch mir mit einem Argument um die Ecke kommen, schau dir an, wie viele Gegentore wir haben und wie oft Ordetz dabei war. Aber trotzdem, ich denke, dass es nicht an ihm alleine gelegen hat, wie viele Gegentore wir kassiert haben. Und deswegen würde ich das schon ein bisschen differenzierter sehen wollen. Und ich würde es befürworten, genauso wie Thomas Letsch das gesagt hat. Eine Sache, die ich ebenfalls gut nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass man bei Pierre Kunde, dass man da auf jeden Fall nicht die Kaufoption ziehen wird, laut Tief im Westen, laut Philipp Rentsch, weil ja, er hatte für mich eigentlich nie so die Momente, wo ich mir dachte, boah, also der ist eine Verstärkung. Leider nicht. Ich hatte mir viel mehr erhofft. Aber am Ende wurde ich leider, und ich denke mal auch viele von euch, so ein bisschen enttäuscht,
weil er halt einfach überhaupt gar nicht den Zugang zum Spiel hatte und eher so ein bisschen fahrig auf dem Spielfeld gewirkt hat und auch gar nicht so dann in das Mannschaftsgefüge passt, glaube ich. Meine Meinung, und deswegen wird die Kaufoption nicht gezogen und er wird uns verlassen. Und klar, dann müssen wir einfach schauen, wie wir dann halt diese Komponente ersetzen. Aber dafür gibt es ja dann auch noch eine ganz ordentliche Transferphase, die dann Ja, den leider Zeitraum. Habt ihr hier einen kurzen Break an der Stelle gehabt, weil ich am Ende gemerkt habe, als ich dann zur Kamera gegangen bin, nachdem ich eigentlich schon fertig war, dass der Speicher voll war. Also beim nächsten Mal muss ich vorher mal schauen, dass ich genügend Speicher drauf habe. Ganz kurz nur, was ich natürlich vergessen habe, ist die Aufstellung zum einen. Also erstmal gehen wir das ganz schnell durch. Ihr werdet es auch hier wieder natürlich eingeblendet sehen. Riemann, Heinz, Ordetz, Masovic, Janko, Losilla, Förster, Antwi Ejjay, Stöger, Asano und Herrn Hofmann natürlich, der darf nicht fehlen vorne in der Spitze. Das auf jeden Fall zur Aufstellung. Ihr habt sie gerade gesehen. So denke ich, wird Thomas Letsch aufstellen. Sollte jetzt auch nichts mehr passieren, dazwischen kommen. Und ich hatte ja auch häufiger mal die Personalie Holtmann angesprochen. Aber ich habe auch dann für mich eingesehen, dass Holtmann natürlich die nötige Geschwindigkeit hat, aber dass es einfach in dem Moment nicht reicht, weil auch vor allem, was ich bei ihm halt immer dann auch wieder gesehen habe im letzten Spiel, seine Rückwärtsbewegung ist halt nicht so stark wie die von Asano, wenn man das halt mal dann so vergleicht. Und deswegen habe ich dann jetzt auch Abstand genommen von der Personalie für die Startelf. Heißt aber nicht, dass ich in dem Spiel also nicht sehen möchte, denn ich denke, wenn er im Spiel drin ist, dann kann er mit seiner Pace nochmal die ein oder andere Aktion vielleicht auch für uns rausholen. Ich meine, das hat man ja dann im Umkehrschluss doch dann wieder gesehen, dass er natürlich offensiv dann doch vielleicht den einen oder anderen Moment nochmal haben könnte. Das zur Aufstellung. Mein Spieltagstipp: 3-1 für unseren VfL. Hertha wird definitiv ein Tor machen, das ist, denke ich mal, ganz klar, auch wenn man schaut, wie viele Gegentore wir schon gekriegt haben. Aber wir werden mit Mann und Maus alles dafür geben, alles daran setzen, dass wir in Berlin den ersten Auswärtssieg nach 1991 wieder schaffen können. Und da bin ich fest von überzeugt, da glaube ich dran. Und freue mich einfach, wie gesagt, nur auf das Spiel. Ich würde es am liebsten jetzt schon sehen, damit einfach dieser ganze Ballast dann auch irgendwie abfällt, weil jetzt steigert sich natürlich die Spannung noch von Tag zu Tag, bis das Spiel dann anfängt am Samstag um 15:30 Uhr. Und ja, ich bin einfach nur gespannt. Schreibt mir natürlich mal wieder alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht, was ich zu den Transfers gesagt habe, was ich zu Pierre Kunde gesagt habe, zur Aufstellung, zur Saison, mein Statement, wo ich dann ja auch so ein bisschen gesagt habe, dass ich dankbar dafür bin, dass wir jetzt am 33. Spieltag, zu Beginn des 33. Spieltages, dass wir die Chance noch haben, aus eigener Kraft es zu schaffen. Und natürlich auch, wenn ihr es möchtet. Ich meine, ihr seht es in der Videobeschreibung, da sind meine Social Media Links, meine Mailadresse. Schickt mir gerne Impressionen, Bilder, Videos, alles, was ihr aus Berlin mitbringen könnt. Da freue ich mich sehr über das ein oder andere Video, was ich dann vielleicht sogar, Entschuldigung, verarbeiten kann. Und ja. Schickt es mir gerne. Ich bin sehr gespannt und freue mich über jede Impression. Und lasst natürlich einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Nee, warte. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt auf den Abo-Button und lasst die Glocke bimmeln, damit ihr auch kein Video mehr auf eurem Stammplatz 1848 verpasst. In diesem Sinne, bleibt gesund. Eine gute Fahrt nach Berlin. Einen schönen Feiertag, ein schönes langes Wochenende, falls ihr morgen einen Brückentag habt, und bleibt gesund. Und in diesem Sinne, Glück auf!